Herzlich willkommen bei einer Meditation, wo es darum geht, Enttäuschungen, Verletzungen aus dem Herzen zu heilen. Heilfrequenzen fürs Herz sind ja zum Beispiel Lindgrün oder Rosarot und mit diesen Frequenzen werden wir heute arbeiten. Aber vor allem ist es wichtig, dass du in deine Gegenwart und deine gegenwärtige Kraft kommst, weil du dadurch alte Verletzungen, auch wenn die noch nicht so lange zurückliegen, ganz anders lösen kannst. Und jetzt lade ich dich dazu ein, schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Dein Schultergürtel entspannt sich und du spürst, dass sich dein ganzer Oberkörper mehr und mehr entspannt. Deine Hüften und Beine entspannen sich und du kommst immer mehr und weiter in deine Ruhe, in deine Mitte. Du kommst ganz im Hier und Jetzt an. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass an dem Punkt, wo du jetzt sitzt, im Hier und Jetzt ein helles, goldenes Licht zu strahlen beginnt. Und dieses Licht verankert dich in der Gegenwart. Und in der Gegenwart erlaubst du dir jetzt, an einen Punkt zu gehen, wo Heilung, Vergebung und Loslassen stattfinden kann. Ich gehe jetzt zu einem Punkt, wo Heilung, Vergebung und Loslassen stattfinden kann. Heilung ist grün, vergeben, hellrosa. Heilung, Vergebung und innerer Frieden und Ruhe. Und du kommst zu diesem Punkt, und es geht jetzt an diesem Heilungspunkt darum, dass du deine Enttäuschungen des Herzens löst. Du bist also heute gekommen, um Enttäuschungen, Verletzungen deines Herzzentrums zu lösen, zu heilen, hinter dir zu lassen. Erlaube dir jetzt mal, dein Herz wahrzunehmen. Und stell dir mal vor, dass dein Herz ein Lichtkanal, für Liebe geben und Liebe nehmen ist. Liebe geben und Liebe nehmen. Und schau dir mal diesen Kanal an. Beobacht mal. Hast du das Gefühl, dass da gut Liebe einfließt und ausfließt? Oder hast du das Gefühl, dass der Kanal verstopft ist? Beobachte einfach mal diesen Kanal. Und nun erlaube dir, mit diesem Kanal Liebe geben, Liebe nehmen, zu arbeiten. Zuallererst lade ich dich ein, einen Schocklöser einfließen zu lassen, in Gold, Orange, im Licht. Schocklöser. Da geht es darum, weicher zu werden und alte, negative Beeindruckungen loszulassen. Und jetzt erlaube dir, Heilung annehmen und zulassen einfließen zu lassen. Ich erlaube mir, Heilung anzunehmen und Heilung zuzulassen. Heilung annehmen und Heilung zulassen.
Und nun gib mal Klarheit, Vertrauen und Licht in dein Herzzentrum. Klarheit, Vertrauen und Licht. Und lösen von Selbstboykott und Glaubenssätzen, die dir nicht gut tun. Das können Sätze sein wie ich werde mich nie wieder enttäuschen lassen oder ich werde immer diesen Schmerz fühlen. Ich werde immer enttäuscht werden. Ich werde nie geliebt werden. Ich werde nie wieder lieben können. Vielleicht hast du so einen ähnlichen Satz in deinem Herzen gespeichert. Und erlaube dir nun, dass diese Sätze transformiert und gereinigt werden. Und du spürst, dass da violettes, ganz tiefes violettes Licht einfließt und Transformation in deinem Herzzentrum stattfindet. Und nun tritt auch Meister Saint-Germain zu dir und hilft dir, diese Themen zu transformieren. Und außerdem kommt noch die Frequenz der bedingungslosen Liebe zu dir. Spüre, wie sich dieser Kanal verändert. Vielleicht spürst du auch schon, dass mehr Liebe einfließt. Und nun schauen wir mal, dass das Liebe geben auch gut funktioniert. Und da geben wir jetzt Verletzungen aus dem Familiensystem, aus deinem Herzenszentrum raus. Die Verletzungen deiner Mutter, die Verletzungen deines Vaters werden nun gelöst auf der systemischen Ebene. Und auch Verletzungen, die aus deinen Beziehungen erwachsen sind. Egal, ob diese vergangen oder noch gegenwärtig sind, auch diese Verletzungen dürfen nun transformiert werden und sich lösen. Und spüre jetzt, wie dieser Kanal, dieser Zufluss und auch der Abflusskanal, Liebe geben, Liebe nehmen, wie sich der verändert. Und erlaube dir auch mutig zu sein, den Mut, dein Licht auf die Erde, auf die Welt scheinen zu lassen. Den Mut, weil du weißt, dass du etwas zum Positiven verändern kannst und den Mut, das auch umzusetzen. Den Mut, das, was du fühlst, umzusetzen. Atme jetzt mal tief ein. Und wieder aus. Und schau mal, wie dieser Kanal jetzt weicher wird, flexibler wird, feinstofflicher wird. Er schließt sich jetzt nach oben ins Göttliche an, sowohl vorne bei deiner Brust als auch hinten zwischen deinen Schulterblättern und trennt sich ganz klar von irdischen Emotionen, also den Leidenschaften. Die sind ganz klar im Solarplexus. Das Zwischenmenschliche, die zwischenmenschliche Liebe, das steht ganz klar im Solarplexus und ist im Solarplexus zu verorten. Und dein Herz wird jetzt freier, friedlicher
Und du spürst, dass durch diese Liebe, die da in dich einfließt und wieder ausfließt, auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen klarer werden. Und erlaube dir nun, dein Herzzentrum auch für Eigenliebe zu öffnen, sodass auch von deinem Herzen, von deinem erwachsenen Hier- und Jetzt-Punkt zu deinem inneren Kind Unterbewusstsein diese Liebe fließen kann. Trost, Gnade und Vertrauen. Und spüre, dass diese Liebe dich kräftigt, dich wachsen lässt, dich erwachsen lässt. Und dieses wundervolle Licht, dieses Liebeslicht fließt von deinem Nabel in dein Becken, hinein in deine Füße bis zur Erde. Und du spürst, dass du absolut in deine Kraft kommst. Und es ist eine sanfte Kraft. Und du spürst, dass du klar, friedlich und entspannt bist. Und diese Liebe fließt bis ins Zentrum der Erde, bis zur Mutter Gaia. Und du spürst auch die Liebe der großen Mutter. Und natürlich die Liebe des himmlischen Vaters, des göttlichen Prinzips. Und du kannst deine Kraft, deine Klarheit fühlen. Und du spürst, dass diese Klarheit und Kraft auf Liebe basiert. Atme jetzt dieses Bewusstsein, meine Kraft basiert auf Liebe, dreimal tief ein. Meine Kraft basiert auf Liebe. Meine Kraft basiert auf Liebe. Meine Kraft basiert auf Liebe. Spüre jetzt die Weite und das Strahlen. Bedank dich bei der geistigen Welt für ihre Unterstützung und Hilfe. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Beweg dich durch, streck dich durch. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück und öffne deine Augen. Wie fühlt es sich denn an? Wie war denn diese Reise für dich? Merkst du, wie du gewachsen bist? Merkst du, wie stark Liebe eigentlich macht? Das ist nämlich eine andere Frequenz als diese zwischenmenschliche Liebe, so dieses Göttliche. Und du hast heute eben dein Herzchakra, du hast mit deinem Herzchakra gearbeitet, mit diesem Prinzip Liebe geben, Liebe nehmen, auch so dieser göttlichen Kraft. Und ich bin schon gespannt, wie es dir mit der Reise gegangen ist. Schreib es mir gerne in die Kommentare, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns bald mal wiedersehen bei einer Einzelsitzung oder bei einem Workshop aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliverini, bis bald. Tschüss.